4 Spezialkräne. So viel braucht es, um diesen umgestürzten 200 Tonnen schweren Gastank und den dazugehörigen Tieflader vom Acker zu bergen. 1,5 Wochen nach dem verunglückten Schwertransport im Emsland beginnen heute die Bergungsarbeiten. Die Anwohner nehmen es mit Humor. Und hier am Land sieht man ja nur Traktoren. Und da ist sowas hier was Besonderes. Besonders war in der Region schon der Schwertransport an sich, bis der Lader samt Gastank auf einmal umkippte. Die Ursache? Ein Bedienfehler bei der Einstellung der Höhe des Aufliegers. Dabei war der Unfall selbst nur die Spitze eines Transportvorhabens, das durch Negativschlagzeilen immer wieder von sich reden machte. Schon im Sommer waren hunderte Bäume radikal beschnitten worden. Allerdings ohne den Bürgermeister der Gemeinde vorher zu informieren. Ein völlig unübliches Verfahren. Normalerweise wird ein solcher Schwertransport sehr sorgfältig geplant. Das ist hier offensichtlich nicht geschehen und mit den Folgen, die wir jetzt sehen. Dass es dann auch noch zu einem Unfall kommt, dafür hat auch der zuständige Dezernent keine Erklärung. Er bemüht die Astrologie. Naja, der Transport steht sicherlich nicht unter einem guten Stern. Am Anfang hatten wir sehr viel Diskussion um Baumrückschnitte. Der Transport ist im letzten Jahr dann gar nicht auf die Straße gekommen. Nachdem diese Dinge alle geklärt waren, ist es zu diesem Unfall gekommen. Zu einem Unfall, dessen Folgen nun das verantwortliche Transportunternehmen auszubaden versucht. Wann der nächste Transportversuch starten kann, ist allerdings noch unklar.